So, an dieser Stelle gab es einen kurzen Cut. Und die Frage ist, bringen wir jetzt einen laufstarken, defensiv starken Michele Rizzi, der zugleich auch noch ein guter Elfmeterschütze ist? Oder bringen wir vielleicht noch einen etwas Konter- und Abschlussstärkeren Kobylanski? Oh, ist das schwierig. Oder werfen wir den ganz jungen Akita einfach mal belanglos ins Rennen? Oh, ist das schwierig. Aber ich glaube, jetzt sind vielleicht die Stärken eines Michele Rizzi gefragt, der jetzt für Ulrich Bapo in die Partie kommt und die Defensive zusammen mit Vanif und Toko zusammenhalten soll. Versuchen wir es. Verlängerung, DFB-Pokal, zweite Runde, Preußen Münster gegen Bayern. Erste Verlängerung, erste Halbzeit der Verlängerung läuft. Wir spielen wieder von links nach rechts. Ein zweites Mal am heutigen späten Abend. Preußen mit Röseler. Abgefangen, der Pass des Innenverteidigers. Und dann das taktische Foul. Hätte eigentlich eine gelbe Karte zur Folge haben müssen. So, aber nur Freistoß für die Bayern. Gegenzug vereitelt. Können sich die Preußen ins Elfmeterschießen irgendwie retten? Gegen den großen FC Bayern München. Oder passiert hier noch etwas innerhalb der Verlängerung? Moreno Fuertes lässt sich beim Freistoß auf jeden Fall schon mal eine Menge Zeit. Neidhardt orientiert sich wieder ein bisschen nach hinten. So, was macht der brasilianische Rechtsverteidiger da? Die haben doch nicht den ganzen Abend Zeit. Kopfballverlängerung, gefährlich, aber dann souverän zurückgeköpft von Nico Neidhardt zu seinem Keeper Christoph Böhm. Der Abwurf war jetzt allerdings nicht optimal, hat Rinderknecht da in Bedrängnis gebracht. Aber stark den Ball zurückerobert gegen Serge Gnabry. Michele Rizzi. Neidhardt. Technisch nicht der Stärkste, aber er ist unglaublich laufstark. Und jetzt der super Zuspiel für Lennart Stoll. Am zweiten Pfosten ist Waschewski völlig alleine. Und segelt am Ball vorbei. Flanke ein ganz kleines bisschen zu hoch für Waschewski. Aber trotzdem, den hätte er vielleicht irgendwie erreichen können. Aber so eine Aktion. Und das Preußen-Publikum ist sofort wieder da. Die Bayern, wie man hier beim Einwurf sieht, sehr, sehr weit vorne. Spielaufbau kaum vorhanden. Alaba. Und wieder der lange Ball. Rinderknecht, Sieger im Kopfballduell. Vanif. Die Bayern einfallslos. Was machen die Preußen draus? Michele Rizzi. Kurzpassspiel, Ala Preußen Münster, die Bayern völlig offen. Lennart Stoll, gleiche Situation und jetzt ist er drin. Die Bayern battlen und dieses Gegentor. Der nahezu identische Angriff, wie vor zwei Minuten. Stoll mit der Flanke und wieder ist Waschewski völlig lang. Und diesmal nimmt er den Volley. Mit dem linken Fuß. Der Ball war eigentlich schlecht platziert. Aber halt hart geschossen. Neuer noch dran. Aber kann den Ball diesmal nicht ablenken. Ancelotti muss sich da jetzt ganz schnell was ausdenken. Die Bayern nicht nur in der Liga in der Krise, sondern jetzt auch im DFB-Pokal. Haben sie nur noch etwas mehr als 15 Minuten. Und hier zum Ausgleich zu kommen und zumindest ins Elfmeterschießen dich zu retten. Preußen Münster führt gegen den großen FC Bayern 1:0. Und das nicht mal unverdient. Jetzt kommt Alaba gegen Stoll. Super verteidigt. Lennart Stoll. Klasse Spiel nach seiner Einwechslung. Hat das entscheidende Tor möglicherweise vorbereitet. Und da läuft er schon wieder, Lennart Stoll. Im Zweikampf mit Alaba. Diesmal nur zweiter Sieger. Lewandowski. Doppelpass, wieder Robert Lewandowski, gut gespielt, Thomas Müller legt zurück, Rinderknecht passt auf, Gasola klärt, stark verteidigt und Pause erneut im Preußenstadion. Habt ihr das gesehen? Lennart Stoll und David Alaba haben sich da gerade abgeklatscht. So, liebe Freunde, das Spiel ist aber noch nicht vorbei, denn die Bayern haben ja noch 15 Minuten Zeit, hier zum Ausgleich zu kommen. Waschewski mit dem Tor in der 102. Minute. Es riecht hier ganz, ganz stark nach Überraschung oder
schlagen die Bayern nochmal zurück. Wir stellen noch einen Ticken defensiver. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie über die Zeit bringen. Robert Lewandowski tritt nochmal an. Fanif, sehr unauffällig, aber defensiv heute bärenstark. Waschewski, Nico Neidhardt. Was ist mit den Bayern los? Rizzi, Neidhardt. Wie viel Platz die Preußen haben. Fanif, Michele Rizzi wird nicht attackiert. Rizzi! Preußen-Skepten versucht es. 109. Minute. Und die Zuschauer, die drehen hier völlig durch. Mit einem Auge immer Richtung Anzeigetafel zur Uhr. 11 Minuten sind es noch. Schwacher Abstoß von Neuer. Höhler mit der Hacke. Vidal vor Waschewski. Den bis jetzt einzigen Torschützen. In der Liga auch er kritisiert. Tobias Waschewski. Weil er nicht torgefährlich genug sei. Erst ein Saisontor. Aber dafür eben als Vorbereiter bis dato mehr geglänzt. Heute hat er mal wieder getroffen. Fehlpass Vidal. Giasola. Und die Bayern, so sieht es aktuell aus, haben nicht mehr mal genügend Kraft hier irgendwie gegen anzulaufen. Was ist mit dem FC Bayern los? Da haben wir schon bei allem Respekt in der aktuellen Saison deutlich stärkere Gegner vor der Brust gehabt. Stoll macht das gut gegen Alaba, holt den Einwurf. Und die Uhr tickt für die Adler von Preußen Münster. Einwurf Stoll. Toko. Michele Rizzi. Nochmal links raus. Nico Neidhardt. Größe, der Innenverteidiger geht jetzt sogar mal mit nach vorne. Beschäftigt da die Bayern Defensivakteure. Jetzt fehlt er aber natürlich hinten. Fehler Lewandowski. Toko. Zuspiel kommt ein bisschen zu spät. Höhler war da gut in den freien Raum gelaufen. So Alaba. Nächster langer Ball. Einfallslos nach vorne gekloppt vom FCB. Ganz schwacher Auftritt der Münchner. Rizzi. Letzte reguläre Spielminute läuft bereits. Fanif, die Bayern kommen nicht in Ballbesitz, auch wenn der Ball jetzt verunglückt ist. Es bringt Zeit, nur noch 2 Minuten. Carlo Ancelotti mehr als unter Druck. Eigentlich hätte er schon längst seinen Stuhl räumen müssen. Thiago. Und statt den Ball jetzt nach vorne zu schlagen, nochmal der Seitenwechsel. Alaba. Das Ding muss nach vorne, aber die Bayern machen es nicht. Und so folgt ein Aufschrei im Preußenstadion. Den hat man wohl zuletzt gesehen, als der Bundesliga-Aufstieg geglückt ist. Dank seines Treffers Tobias Waschewski bebt das Stadion. Und Preußen Münster schafft die Sensation. Schlägt den FC Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals nach Verlängerung mit 1:0. Und das, wie ich finde, absolut verdient. Die Bayern mit für ihre Verhältnisse schrecklichen Auftritt hier in Münster. Münster hat die ganze Zeit kämpferisch dagegen gehalten und sich diesen Sieg, ich sag's gerne nochmal, auf jeden Fall mehr als verdient. Erste Hälfte, Preußen Münster, die bessere Mannschaft. Im zweiten Durchgang wurden die Bayern dann so ein bisschen stärker. Oder andersrum, die Preußen kamen einfach nicht mehr zu gefährlichen Abschlüssen. Aber spätestens nach der Verlängerung waren die Preußen dann wieder das tonangebende Team und die Bayern oder den Bayern ist nichts eingefallen. Auch wenn sie schlussendlich mehr Schüsse hatten, Münster mit deutlich mehr Ballbesitz und das gegen den FC Bayern und mehr gewonnenen Zweikämpfen und einer höheren Passgenauigkeit. Das waren heute, glaube ich, die Schlüssel zu diesem Erfolg. Waschewski natürlich zum Man of the Match gewählt worden. Nach super Flanke von Lennart Stoll. Und das sagte ich ja eingangs der Partie. Vielleicht ist das für manche Akteure so die Chance, sich zu zeigen, wie zum Beispiel Lennart Stoll es heute nach der Einwechslung getan hat, vielleicht auch in der Bundesliga häufiger mal zum Einsatz zu kommen. Heute war Stoll das erste Mal überhaupt im Kader und er liefert die entscheidende Vorarbeit für Waschewski zum Weiterkommen gegen den FC Bayern. Wer hätte das gedacht? Der zweite Pflichtspielsieg in Folge und das gegen Gegner wie den FC Schalke 1:0 gewonnen und jetzt also gegen den großen FC Bayern nach Verlängerung 1:0
besiegt. Also, so kann es doch gerne weitergehen. So, wir gucken erstmal bei aller Freude über den DFB-Pokalsieg und das Erreichen der nächsten Runde. Gucken wir erstmal auf den Jugendbericht für diesen Monat. Herbert Engel. Auch so ein typischer Name aus den 30er, 40er Jahren, oder? Herbert Engel. Torben Weber. Potenzial. Ihr wollt mich echt veräppeln, oder? Alle Spieler mit einem sehr guten Potenzialwert sind bei uns die Torhüter. So auch Torben Weber. So, Herbert Ludwig hingegen. Ganz schlechter Spieler. Den können wir, glaube ich, direkt mal ablehnen. Den Rest scouten wir noch ein bisschen weiter. So, Gersoda sagt, danke, Chef. Danke, dass ich so oft in der ersten Mannschaft spielen darf. Ja, lieber Klaus, auch wenn du heute, wie die gesamte Mannschaft, sehr gut gespielt hast, wirst du in der Liga höchstwahrscheinlich erstmal wieder dem Spielsystem zum Opfer fallen. Denn mit diesem System, was wir hier gerade sehen, dem 4-4-1-1, wie wir zuletzt gegen Schalke in der Liga gespielt haben, ich denke, das könnte auch in den nächsten Ligaspielen durchaus das Spielsystem werden, mit dem wir agieren werden. Auch wenn es heute gegen den FC Bayern natürlich sehr gut geklappt hat. Wir gucken mal kurz auf die Ligatabelle. Aber auch das hatte ich ja während der Partie angemerkt, dass die Bayern nur einen einzigen Saisonsieg auf dem Konto haben, 6-mal unentschieden. Also die Bayern, ich habe keine Ahnung, was da los ist beim deutschen Meister. Aber soll uns egal sein, Fußball, Gersoda im Glück, nicht nur Gersoda, wir alle sind am heutigen Tage im Glück. Denn wir haben das erste Mal es geschafft, über die zweite Runde des DFB-Pokals hinauszukommen. So, Einheiten, da wollte ich. Akita bekommt mal eine kleine Pause, der wird sich auch hoffentlich so noch ganz gut weiterentwickeln. Ich wollte Della Fiore noch ein bisschen trainieren. Und zwar diesmal nicht durch Passspiel, kurzer Pass 81, aber Übersicht ist immer noch schlecht. Denn ihn wollte ich gerne, genau, Flanken ein bisschen trainieren lassen. Denn meine Idee, wir haben momentan ja relativ wenig Flügelspieler, gerade für die linke Außenbahn haben wir nicht so viele Alternativen. Da spielte zuletzt Kubidanski. Da wollte ich vielleicht Della Fiore auch ein bisschen hin drauf aufbauen. Aber seine Flanken sind so grandios schlecht, dass es, glaube ich, wenig bringt, ihn auf Flanken zu trainieren. Wisst ihr was, das lasse ich dann vielleicht doch lieber. Denn meine Idee war, Della Fiore, der momentan auf der Halbstürmerposition spielt, dort Kubidanski spielen zu lassen und Della Fiore dafür auf den linken Flügel zu schicken. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Das ist dein Flankenwert. Bei Kubidanski Flanken, ja, zwar auch nicht viel besser, aber immerhin ein bisschen besser. Oder wollen wir Della Fiore ist aber eigentlich auch ein guter Flügelspieler. Dribbling übrigens 99. Abschluss 95. Ballkontrolle 88. Aber er ist trotzdem eigentlich ein sehr guter Flügelspieler. Das einzige Manko sind eben seine Flanken. Ach komm, wir trainieren ihn einfach mal ein bisschen auf Flanken. Auch wenn es höchstwahrscheinlich nicht so viel bringt. Ist mir bewusst, aber trotzdem machen wir das jetzt einfach mal so. So, mal gucken, wie sich Gianluca schlägt. Na, nicht so dolle. Note F bei Esser. Also der reibt sich jetzt im Training auch nicht unbedingt auf. Aber guck mal an, Tobias Baschewski ist jetzt auf einer 78. Holy fuck. Unser heutiger Held, unser Pokalheld vom Bayern-Spiel, hat uns erst in die dritte Runde geschossen. Und jetzt ist er er war schon vorher mit Abstand der beste Spieler, aber jetzt hat er seinen Abstand noch weiter ausgebaut. Der deutsche A-Nationalspieler. Es läuft. So kann es weitergehen. 2 Siege in Folge. Und wir bekommen ein Turnierpreisgeld, weil wir die dritte Runde erreicht haben. So, erstmal 2 geänderte Spieltermine gegen Wolfsburg und Hoffenheim, jeweils um einen Tag nach hinten versetzt. Wahrscheinlich wegen Europa League und so weiter. Und immerhin 310.000 Euro wurden unser Budget noch gut geschrieben. Nehmen wir natürlich sehr gerne an. Aber vorher gucken wir jetzt nochmal kurz, bevor es weitergeht. Wir spielen übrigens am nächsten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Und die sind aktuell auf Tabellenplatz 3. 13 Tore geschossen, 9 Gegentore. Wir haben nur 8 Tore geschossen, 13 Gegentore. Schlechteste Abwehr. Aber wir haben ja zuletzt zweimal jetzt zu 0 gespielt. Also die Defensive scheint sich ein bisschen zu stabilisieren. Und die
von den Fans so sehr häufig geforderte Verstärkung in der Innenverteidigung, vielleicht wird sie ja doch gar nicht so bitter nötig sein. Allerdings, das werden natürlich dann erst die nächsten Wochen zeigen. Wir haben immerhin schon 8 Spiele gespielt. Das ist etwas mehr als die Hälfte der Hinrunde. Mal gucken, wie es in der Liga weitergeht. Gegen Gladbach auf jeden Fall beim nächsten Mal kommt der nächste harte Gegner auf uns zu. Denn wir erwarten im Preußenstadion das nächste Heimspiel, das zweite Heimspiel in Folge gegen einen absoluten Top-Vertreter aus München-Gladbach. Und die stellen, glaube ich, aktuell sogar den besten Torjäger. Ja, so sieht's aus. Nämlich Grifo, der Deutsch-Italiener mit 8 Toren in den ersten 8 Spielen, momentan Führender der Torschützenliste. Und es wurde ein Spieler des Monats bekannt gegeben. Wir gucken mal kurz, wer es ist. Ein Dortmunder auf jeden Fall. Aber ich kann ihn gerade ehrlich gesagt nicht erkennen. Es ist Jarmolenko. Oh, okay. Der hat gegen uns, glaube ich, sogar ein Tor vorbereitet. Getroffen hat er nicht, aber ist aktuell, wie wir gerade gesehen haben, hinter Vincenzo Grifo auf Platz 2 in der Torjägerliste. Und hat, wie gesagt, auch einige Tore schon vorbereitet. Absolut in Topform, der Ukrainer vom BVB. Ansonsten, neuer Monat bedeutet auch wieder eventuell Stärke-Update. Wir gucken mal kurz drauf, ob sich da jetzt großartig bei unseren Akteuren sich was getan hat. Böhm, Kammerbauer hat auf jeden Fall einen weiteren Stärkepunkt hinzugewonnen. Unser Dauerläufer auf der rechten Seite ist jetzt auf einer 76. Das freut mich. Petritsch, Röseler, Esser ohne Veränderungen. José Matos, Fanif, Al-Hasami. Rinderknecht hatte schon vorher 2 Pluspunkte. Kressel. Wobei Rinderknecht sollten wir vielleicht auch demnächst mal wieder ein bisschen mehr trainieren. Kurzer Pass plus 7 in der aktuellen Saison. Ja, ich glaube, Rinderknecht könnten wir auch noch ein bisschen trainieren. Ist er erst 22. So, Lehmann, Srizzi, Stoll, den ich jetzt irgendwie auf einmal ein bisschen lieb gewonnen habe. Ausdauerwert auf eine 80 gestiegen. Vielleicht können wir ihn zumindest demnächst mal häufiger mit auf die Bank nehmen. Babu hat auch einen Stärkepunkt hinzugewonnen, ist jetzt auf einer 72. Akita auf einer 62, ebenfalls einen Punkt dazu. Der Führer bleibt bei einer 74, Waschewski 78, Höhler bleibt bei 73. Okay, also alles im einen war es doch ein relativ erfolgreicher Monat. Wir stehen aktuell auf einem Nicht-Abstiegsplatz und das ist immer schon ein Grund zur Freude. Wir gucken mal kurz auf die Freitagspartie am 1. November. Hat nämlich Wolfsburg schon mal die Frankfurter Eintracht mit 2:1 geschlagen und ist dadurch in der Tabelle an uns vorbeigezogen. Waren vorher, glaube ich, auf dem 16. Tabellenplatz, dem Relegationsplatz. Hamburg aktuell Tabellenletzter. Frankfurt hingegen verliert nicht den Anstoß, aber hätte mit einem Sieg die Europa League Plätze auf jeden Fall ein bisschen festigen können. Aber in dieser Liga ist nahezu alles möglich, wie die heutige DFB-Pokalpartie zum Beispiel auch gezeigt hat. Apropos DFB-Pokal, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit kurz gucken. Nämlich die Ergebnisse zum Abschluss dieses Partes. Ob es da irgendwelche Überraschungen gegeben hat, ich werde jetzt mal nicht alle Ergebnisse vorlesen, nur die großen Überraschungen. Wie zum Beispiel der SV Sandhausen schlägt Fortuna Düsseldorf den Bundesliga-Aufsteiger nach Elfmeterschießen mit 4:3. Die größte Überraschung überhaupt war natürlich unsere Partie 1-0 gegen die Bayern. Ansonsten schlägt Werder Bremen den BVB im Dortmunder Stadion mit 2:1. Auch eine Überraschung. HSV klar weiter. Hannover schaltet Hoffenheim aus, 5:4 nach Elfmeterschießen. Lautern schlägt den KSC, Leverkusen gegen Würzburg 4:0, klare Sache. Gladbach nur mit Mühen weitergekommen. Ich wollte gerade noch sagen, beim nächsten Spiel gegen Gladbach könnten vielleicht auch die Kräfte entscheidend sein. Wir mussten in die Verlängerung, aber Gladbach musste sogar noch ein bisschen weiter. Die mussten sogar ins Elfmeterschießen gegen Augsburg, was sie aber schlussendlich damit 5:4 für sich entscheiden konnten. Aber trotzdem, die Minuten stecken den Gladbacher natürlich auch in den Knochen. Und wir haben den Vorteil, dass wir sogar einen Tag mehr Regeneration hatten. Also, beim nächsten Mal könnte es auch wieder spannend werden. Und auch Schalke ist ausgeschieden. Zu Hause mit der Niederlage gegen Mainz 05. Runde 3. Wo ich gerade Mainz 05 erwähne. Wir sind in der dritten Runde im DFB-Pokal zu Gast in Mainz, in der Kofas Arena. Am 18.12. ganz kurz vor Weihnachten können wir sogar da noch weiter kommen. Mainz 05 hört sich auf jeden Fall
nach einer machbaren Aufgabe an. Es gab schon schwierigere Lose und vor allem sind fast alle Top-Teams raus. Bayern weg, Dortmund weg, Schalke weg. Schwierig, da jetzt ein absolutes Top-Spiel herauszuheben. Wahrscheinlich noch Gladbach gegen Wolfsburg, das vielleicht ausgeglichenste. Zudem Braunschweig gegen Darmstadt, ein Zweitliga-Duell. Sandhausen zu Gast in Leipzig. Hamburg empfängt Stuttgart. Bremen im Nord-Derby gegen Hannover. Also selten waren die Chancen, auch im DFB-Pokal so groß, besonders weit zu kommen. Also, es scheint so, als würde Preußen Münster nach leichter Eingewöhnungsphase so langsam ankommen in der ersten Fußball-Bundesliga. Aber man will jetzt nicht zu hoch jubeln, nicht zu früh freuen. Es waren jetzt zwei Siege in Folge, zwei eindrucksvolle Siege möchte ich noch dazu erwähnen. Aber immer schön auf dem Teppich bleiben, wie man so schön sagt, nicht wahr? Wollen Sie diesen Teppich kaufen? Und so weiter. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt gerade herkam. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen und nicht lügen? Ich bedanke mich natürlich mal wieder für euer Zusehen, für euer Durchhalten bei diesem Part mit etwas Überlänge, wie ich gerade feststelle. Aber gut, es war DFB-Pokal, es war Verlängerung, es war Spannung, es war alles dabei. Und vor allem, wir sind am Ende siegreich hervorgegangen. Das ist die Hauptsache. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Let's Play FIFA 18, dem Karrieremodus mit unseren Adlern vom SC Preußen Münster, dann mit dem Bundesligaspieltag Nummer 9 zwischen Preußen Münster und Borussia Mönchengladbach. Es bleibt bestimmt weiter entspannt. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.